unsere neueste Errungenschaft. Wir haben jetzt aufgerüstet und haben einen Bootswagen und suchen jetzt den Weg zum See. Wo gehst denn du eigentlich hin? Das Wasser ist ja bachelwarm. Das habe ich da ja gesagt. Jetzt warte, ich steig schon mal ein. Diesmal habe ich auch mein Ventil zugemacht. Achso, ich habe ja eigentlich das letzte Mal ein bisschen draußen gelassen, bis die ein wenig abtrocknet sind. Gibt es jetzt einen Test von unserer anderen Kamera? Die Rollei. Das sieht man jetzt wahrscheinlich hier nicht, aber die hat Wasser im Getriebe. Die hat beim Tauchgang am Eibsee nicht nur Wasser ins Ohr gekriegt, sondern ordentlich Wasser geschluckt, weil nämlich diese Klappe hier schon angeknackst war und ich dann immer dran gedacht habe und dann ist halt Wasser reingekommen. Hat sie erst mal tagelang getrocknet, bis ich es dann mal probiert habe. Also sie geht noch. Es ist halt hier jetzt in dem vorderen Display immer noch Wasser drin. Ansonsten, da in der Linse war auch Wasser drin, das ist schon nach einem Tag raustrocknet gewesen. Und ja, wir testen es jetzt einfach mal. Kann sein, dass sie halt ein paar Schlieren irgendwo noch hat, aber zur Sicherheit kommt sie jetzt in ihr wasserdichtes Gehäuse rein. Das heißt, die werden, wenn man dann was blabbert, schaut, sie ist mir schon beinahe ins Wasser gefallen. Ich muss es weiter da unten halten. So, keine Ahnung, wann jetzt die GoPro abgeschalten hat. Hab's gerade gemerkt, dass die plötzlich nicht mehr gelaufen ist. Egal, also jetzt ist die andere Kamera da in ihrem Häusle drin. Ich häng sie mal an. Und wir werden einfach sehen, wie da ihre Aufnahmen dann werden. Also Ton wird wahrscheinlich ziemlich dumpf sein, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Das ist jetzt eine Testaufnahme mit unserer Rollei, die eben im Eibsee ein bisschen Wasser geschluckt hat. Aber ja, schauen wir einfach mal, wie sie diese Tortur überstanden hat. Erzählt haben wir es noch gerade, die haben aber vorhin eine Aufnahme gemacht, wir sind am Ammersee. Das ist jetzt von uns daheim der nächste größere See. Ja, 50 Kilometer ungefähr. Wo fahren wir eigentlich hin? Genau, gute Frage. Wo fahren wir eigentlich hin? Der Ammersee ist groß. Also, ich würde schon sagen, dass wir jetzt einmal Richtung zur Ampermündung fahren. Uns das mal angucken. Ja, da drüben irgendwo. Ja. Jetzt warte mal, da ist die Brücke. Ja, dann geht es da rein eigentlich schon. Wahrscheinlich da hinten. Es geht an der Brücke rein. Da, hinter dem. Ja. Ja, jetzt fahren wir da mal hin. Ja, da ist aber fast schon Strömung, gell? Oh ja, ja, da müssen wir wahrscheinlich drüber schieben dann. Ich glaube, da sitzen wir auch mit dem Ding. Ja, das kann passieren. Oder? Ja, es geht. Wow. Okay. Ganz leicht, aber das also, wir sind, jetzt sind wir praktisch in die Amper reingefahren. Aber da haben wir schon zu tun zum wieder zurückpaddeln. Also, ich würde jetzt nicht weit fahren, lieber auf den See. Da wird es dann kritisch, wenn er mal über 5 km/h Strömung ist. Ich glaube, wir machen das lieber mal anders. Die Amper fahren wir mal separat. Das wollte doch der Achim auch mal machen. Wir stellen ja einmal unter die Brücke und dann fahren wir da wieder raus. Da ist der Auslauf. Siehst du? Ja. Kommen wir so durch. Das ist besser wie über die Huppe da drüben mit der Spinne. Ja. Also einmal um das blaue Wunder. Das gibt hier nicht, das blaue Wunder. Das kann man erleben. Da steht
irgendwas von aussteigen. Kann schon sein, dass da dann schon das erste Wehr kommt. Ja, schon. Da vorne kommt schon was. Also, dann würde ich sagen, drehen wir mal um. Wir können ja bis hinfahren und dann drehen wir um. Komm mal live gehen. Achtung, Wehr nach 100 Metern. Okay. Da eine. Ja, da ist jemand im Wasser. Ja, das wäre jetzt schon schön, da drüber zu fahren. Aber wir müssen ja wieder zurück. Das, nee, das machen wir nicht. Wir drehen jetzt dann um. Und das, die Amper machen wir dann ein anderes Mal. Vorsicht, oh, jetzt aber. Keine Panik, keine Panik. Ja, ja, gut. Schaffen tun wir es schon, aber wir kommen noch. Also, müssen schon arbeiten. So, jetzt geht es wieder unter der Autobahn durch. Schaffen wir es noch? Ja, im schlimmsten Fall müssen wir aussteigen. Der Platz ist nicht gerade unter uns. Ich glaube, wir steigen aus. So. Mittlerweile geht es schon wieder, oder? Hier geht's auch. Also gut. Du sitzt ja noch gar nicht. Ja, es sind 13 sehr hinter. Achso, ich muss jetzt startbereit sein. Paddeln. Das ist so schön glatt, das Wasser, gell? So hätte man es im Bodensee haben wollen. Kein Wind, nix. Da kann man gar kein Segel aufbauen. Die Segelboote stehen wahrscheinlich bloß. Ja. Also auf der Aufnahme wird man es ja wahrscheinlich nicht mehr erkennen können. Aber genau geradeaus vor uns ist die Zugspitze. Wir können es gut erkennen. Noch gar nicht lang her, wo wir an der Zugspitze waren, oder? Nicht oben nicht. Am Fuße der Zugspitze waren wir. Am Alpsee. Am Montag. Ja, müssen wir mal schauen auf der Karte, ob es da einen Campingplatz gibt. Sind Wellen vorbei, gell? Zu spät. Welches Schiff hat jetzt da die Wellen gemacht? Ein bisschen was kommt noch. Aber da hinten fährt jetzt ein Schiff. Vielleicht kriegt man von dem noch ein paar Wellen ab. Dann jetzt ungefähr bis Stegen. So 3 Kilometer, oder? So sind wir weiter wie jetzt das.
10 Kilometer fahren wir ungefähr dann. Ja. Schauen wir mal, ob noch mehr kommt. Ganz hinten sieht man bloß der Andex. Wahrscheinlich nicht mehr. Ja, es passieren gerade dauernd irgendwelche Pannen. Das letzte Mal war der Akku von der Kamera leer. Heute habe ich sie extra noch aufgeladen und mitgenommen und dafür ist die Speicherkarte daheim geblieben. So können wir halt leider nichts herzunehmen. Mal schauen, das nächste Mal haben wir dann hoffentlich wieder alles funktionsfähig dabei. Ja, du kannst mal recherchieren, was es alles gibt und was wir brauchen. Ganz billig, aber dafür hat man halt was Scheiß. Wenn man sieht, ob sie läuft. Ich bin ja schon so gegangen. Ich meine, die ist gar nicht an oder geht gar nicht aus und dann tut sich nämlich auch der Akku schnell. Ja, ist schon klar, wenn die ganze Zeit an ist, dann wird der Akku immer so schnell. Wenn wir immer runterdrücken, schauen, ist es. In der Merke, ob mit dieser Sprachsteuerung gleich ist ja auch nicht unterstützt. Nee, das Einzige, wo es richtig gut ist, ist halt hier beim Bootfahren, ja, weil man es da sieht, weil ich da im Display vorne sehe, was sie macht. Ja, aber manchmal beim Fahrradfahren ist das schwierig. Nee, sie folgt nicht immer, aber zumindest kann ich es immer sehen, ja, was sie gerade macht. Eben. So, hier also der Ort, wo wir nicht wissen, wie er heißt. Ja, das kann sein, da müssen wir ganz zum Hafen hinfahren. So, die Kamera darf jetzt mal kurz aus ihrem Gehäuse raus. Sollte mir jetzt nicht ins Wasser fallen, das wäre blöd. Und jetzt sind wir extra nah an die Anlegestelle hingefahren, um rauszufinden, dass es schon Dorf ist. Und da hätten wir tatsächlich drauf kommen können, oder? Ja. Das war jetzt eigentlich nicht so schwer. Wir können sie auf der Karte dann ausmessen, wie weit von Schondorf nach Stegen ist. Inzwischen sind wir jetzt wieder fast zurück in Stegen, wo wir gestartet sind. Das war jetzt eigentlich die Intention von der Tour heute. Du wolltest was testen. Ja, meinen neuen Sitz. Den neuen Sitz, den wir aber nicht haben. Wir brüten da noch was aus, wir schauen mal. Immerhin, genau, den Bootswagen haben wir ja heute gekauft und schon erfolgreich zum Einsatz gebracht. Das mit dem neuen Sitz ist nichts geworden. Da haben wir jetzt noch zu viele Ideen, was wir noch alles machen könnten. Und wir prüfen mal übers Wochenende unsere Ideen aus und dann wird es, denke ich, nächste Woche noch irgendwas geben. Was wir dann hoffentlich in einem der nächsten Videos präsentieren können. Also ich sehe schon, bei dir gibt es irgendein Problem. Warum kannst du da so schlecht sitzen? Also wo war jetzt unsere Stelle? Egal. Ja.
unfassbar. So, Vorsicht, keine Schwimmer zusammenfahren. Habe ich gemeint, du hast den Liegestuhl für mich aufgebaut. Naja, so kann man sie täuschen. Das ist schön. Das ist ja bequem. Eigentlich stelle ich den so rein. Eins Boot, ja, das kann ich schon machen. Das wäre der ideale Sitz. Mhm. So, da sind wir wieder. Bootswagen hat sich schon rentiert, oder? Ja.